Schönen guten Tag, meine Freunde auf Maverick TV. Und zwar steht wieder ein neues Unboxing vor der Tür. Und heute geht es um Tiramisu von Gildoracelli Milano. Hier haben wir schon das gute Stück, meine Freunde. Ich hoffe, die Schärfe macht's. Und man kann es sehr gut erkennen. Also ein halbes Kilo italienisches Tiramisu. So sieht's von der Seite aus. Meine Freunde. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir in den Innenteil dieser Packung. Sehr leicht zu öffnen, auf jeden Fall von unten hier, wie man ganz toll an diesen Zickzack-Dingern erkennen kann. Jetzt drehen wir dieses schöne Ding und da haben wir schon die fantastische viereckige Form des Tiramisus. Ich komme hier gerade mit der Kamera nicht klar. Ja. So. Ja, meine Freunde, hier ist der Boden, der Boden. Und unten haben wir auch noch mal den guten Alkohol. So gesehen ziehen wir jetzt mal die Klappe hier mal auf. Ja, mit dem Öffnen gibt es auf jeden Fall schon richtige Schwierigkeiten. Also sehr schwer mit dem Finger diese Folie hier zu entfernen. Ja, ist schon ein krasses Minus auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir es geschafft. Nach guten 17 Sekunden. Und da haben wir das gute Stück. Das ist ein halbes Kilo. Jetzt führen wir den Löffel mal ganz kurz ein. Oh, es ist noch mies abgefroren hier. Zugefroren, ja. Wir machen mal so ein kleines Ei hier. Und führen das aus. Schmeckt mies, ja. Aber wie ich gerade merke, sollte das doch noch ein bisschen aufgetaut stehen bleiben. Also wunderschön der Boden, der Sahneboden mit dem Teil des Schokostückchens hier und dem unteren Kuchenboden. Ist auf jeden Fall sehr harmonisch miteinander vereint und mieser Geschmack. Sehr, sehr mieser Geschmack. Also für 2,99, da macht ihr nichts falsch. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sich mal eine Packung zuzulegen von Gilado. Von Gilado. Racelli Milano Tiramisu, meine Freunde. Gebt euch böse. Ich verstehe auch nicht, wie diese Dreckskamera hier wirklich eingestellt ist, dass man das hier nicht so gut erkennen kann alles. Aber im Endeffekt haben wir hier den guten Tiramisu. Gilardo Racelli aus Italien. Und er schmeckt hervorragend, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schreibt mir mal unter das Video, was ich als nächstes unboxen soll, weil mir fehlen langsam die Ideen. Ja, ich brauche auf jeden Fall eure Ideen, was neue Unboxings betrifft. Peace out da, Maverick Berlin. Kanal abonnieren nicht vergessen.